Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem 200 Minecraft-Video-Special. Hey, Party! Und zwar haben wir uns gedacht, wir lassen jetzt mal unsere Welt für die paar Folgen weg und machen doch mal eine Adventure-Map. Ich denke, das ist mal eine gute Idee. Genau, wir werfen uns ins Abenteuer. Wie hieß die Map? Irgendwas mit Herobrines. Herobrines, Mansion, oder so. Irgendwie Mansion. So. Ja, Mansion. Das Anwesen von Herobrine. Ja. Das ist eine Mansion. Genau. Okay. Download-Link dafür gibt's nachher in der Videobeschreibung. Falls ihr das selber mal spielen wollt, habt ihr es dann da auch nochmal und könnt euch das einfach mal runterladen. Genau. Yay. Und wir beginnen das Spiel. Ja, gut, hier haben wir Werbung für einen eigenen Server von ihm. Bla, bla, genau. Bla, bla, bla. Die man auch ruhig mal einblenden kann. Hier, da, falls ihr wollt, ne? Kling, kling, kling. So. Wir spielen auf normal. Ja, würde ich auch sagen. Ab Moment halt so. You're now playing in easy mode. Yay, Tutorial easy room. So, genau. So, Ballas liest vor, habe ich beschlossen. Okay, der Bossfight, das Bossfight Dummy Tutorial Test. Also, wir kriegen jetzt hier einen Trainings-Bossfight. Press Button wird ready. Okay, wir sind ready. Huh! Wow, das ist ein Boss. Stirb, Boss! Stirb! Ich verprügel ihn. Schneller, jetzt, komm! Bam. Ja. Voll in die Ecke gedrängt. Wir haben ihn in die Ecke gedrängt und schlagen zu zweit auf ihn ein. Das ist total cool. Total skilled. Ja. So. Eine epische Schlacht ist geschlagen. Ja. So. Okay. Vorlesen? Wenn du einen, ja, warte, ich schau gerade. Wenn du einen Boss tötest, bekommst du eine Musikdisc, die du brauchst, um die Jukebox, was? To use on the Jukebox to deactivate Boss Abilities and open the doors. Also, man kann sie dann benutzen, um dem Boss die Skills zu deaktivieren und Türen zu öffnen. Genau, das habe ich ja schon mal gemacht. Yeah. Total cool. So. So, Tutorial Ende. Ja, andersrum. Drehen. Achso, hier auf der Seite sind wir. Oh, okay. Grab the Questlog. Also erstmal einen Questlog nehmen. Okay, hab einen. So. Hey, wir haben sogar Musik dazu, ne? So, es gibt 3 Custom Equipment Sets auf dieser Map, und zwar das Tennessee-Set, Angelic und Demonic-Set. Das Dämonen-Set bekommt man von Bossen aus Shops und von Elite-Monstern. Und hier rechts sehen wir ein Beispiel Elite-Monster. Gruselig. So, und jetzt gehen wir aus dem Weg. Warnung, sie sind schwer zu töten. Oh Gott. Dankeschön für die Warnung. Let's drück auf den Knöpf hier. Habt ihr wirklich alles gelesen? Drückt nochmal, wenn ihr wirklich fertig seid. Ja, sind wir. Hui! Fertig. So. Hey, okay. So, aha. Und willkommen im Abenteuer. Das war praktisch die Tutorial-Hülle. So, genau. Es gibt Schwerter und es gibt Steak. Dann teilen wir das mal gerecht auf. So. Ja, es ist schon so drin, dass es passt. So, das dahin und huch, warum habe ich jetzt 2 Schwerter? Hast du auch 2? Ja, das ist ein 2-Steak. Okay. Moment, können wir mal schauen. Das hat, glaube ich, irgendwas zu sagen. Haltbarkeit ist erhöht und plus 4 Damage, also plus 4 Angriffsschaden hat das genau. Schwert. Genau, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal kurz ins Questlog. Pum. Und dann kannst du mal Quest 1 vorlesen. Stimmt, da haben wir auch noch. Okay. Quest 1. Rettet Victor und seine Freunde von den Zombies. Ihr könnt ihn finden, wie er sich, You can find them hiding in the little house in front of the mansion. Also er versteckt sich in dem kleinen Haus vor der Villa. Die Villa sehen wir übrigens von hier aus. Ja, die schon mal vom Weiten sehr, sehr cool aussieht. Jo. Und jetzt nähern wir uns der Villa. Wollen wir da mal hinrennen? Die Musik hat leider aufgehört. Wir haben uns gedacht, wir machen mal keine Musik rein. Ja, wir machen jetzt. Ja, das. Wir werden schon noch genug Musik kriegen auf dem Weg. Die Lampen hier, finde ich, sind cool gemacht. Ja, die gefallen mir auch. Kopieren. Oh, da vorne ist eine kleine Hütte. Helft uns, Fremde! Zombies haben uns eingekreist. Wir sind gefangen. Gott, auch noch so viele. Ja, hallo, wir haben Schwerter. Sterbt, Zombies! Und du auch. So. Wow, er hat mich gehauen. Stirb! Er hat mich schon wieder gehauen. Stirb, Zombie! Verdammt, noch eins hier. Alter, jetzt. Der hält aber aus. So. Alter, da sind ja noch mehr drin. Wow, der dreht sich auf einmal um. Oh, ich bin gleich tot. Ich hätte vielleicht vorher was essen sollen. Vielleicht. Sie hinterlassen dir genug Hirne. So, ich muss mal kurz im Phrasen. Moment. Machen wir vielleicht mal nur eins. Reicht das schon zum Regen? Wie viel kommt denn da noch?
Ne, war ich noch nicht zum Reggen, dann noch eins. Alter, what okay, the fuck? Das sind die letzten drei. Der versteckt sich erstmal im Boden. Aha, er ist OP. Er hat Angst vor uns. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ich glaube, er war OP. So, moin Victor. So, Victor hat auch einen Shop. Dann machen wir die Tür zu. So, wir haben hier Victor und die Dorfbewohner. Verrottetes Fleisch können wir hier tauschen gegen Steaks. Das ist schon mal gut. Ja, hier ist noch ein Steinschwert drin, wenn du möchtest. Und Goldnuggets gegen einen Teil aus dem dämonischen Set. Ballos? Was? Hier hinten in der Kiste ist noch ein Steinschwert. Ja. So, okay, dann nehmen wir mal noch ein Steinschwert mit. Ah, ich habe auch schon eine Rüstung gefunden. Cool. So. Ist eine, nee, das ist eine Hose. Hier haben wir eine Endertruhe, da kannst du Zeug einlagern. Das wird dann verteilt, ne? Ja. Auf mehrere Truhen. So, okay. Greift sich natürlich gleich erstmal die Hose wieder, ne? Die lag nicht in der Truhe, die habe ich gefunden. Warum kann ich ihn nicht ansprechen? Huch, der andere ist weg. Ich kann ihn nicht ansprechen. Jetzt kann ich ihn ansprechen. Dann werde ich doch gleich mal ein bisschen Fleisch eintauschen hier. Ja, habe ich auch schon gemacht. So, und apropos Fleisch eintauschen. Ich werde gleich erstmal Fleisch essen. Ja, gute Idee. Und so. Okay, erstmal ein bisschen Regen hier. So, was ist das hier? Also, das ist eine Workbench. Das ist ja, man hat ja so gewisse Regeln für solche Sachen, ne? Also, das heißt hier halt keine Blöcke kaputt hauen und so. Also, das dürfen wir halt nicht machen, außer es wird uns anderweitig gesagt. Genau. Da hat er jetzt extra keine extra Schilder gehabt. Mach die Tür zu, hey, Victor stirbt. So, lass uns da mal ins Questlog gucken. Wir haben ja die erste Quest erledigt. Begebt euch zur Krypta und findet den Skelettkönig. Tötet ihn und benutzt seine Musik, seine CD oder DVD oder was auch immer. Blu-ray. Blu-ray, okay. Blu-ray. Benutzt seine Blu-ray an der Jukebox. Wenn das erledigt ist, kümmert euch darum, dass ihr die ganzen Goldnuggets mitnehmt. Victor wird es möglich sein, sie gegen sehr mächtigen Loot zu tauschen. Yay! Der Victor, Loot. Der ist OP. So. So, da vorne sehen wir schon die nächsten Zombies. Jörgs. Hier gibt es ja Zombies wie Sand am Meer, ne? Zombies wie Zombies am Meer. Zombies wie Zombies am Meer. In dem Film Zombies am Meer. Teil 2. Ja, natürlich Teil 2. Ich höre Pfeile. Ja. Alter, wie viel hält der Spasti denn aus? Uah. Die wichtige Frage ist ja, wie wenig Schaden machen wir? Das ist der Bogen. Stirb, Skelett! Ich hab auch noch... Ja. Nein, warum bist du tot? Weil der mehr Schaden gemacht hat, als ich gedacht habe. So. Ich hab ihn. Ah, okay, ich behalte aber mein ganzes Zeug. Das ist wirklich gut. Ich mag Adventure. Ah, komm. Also sowas hier. Wo man sterben kann, ist nicht so schlimm. Ach ja, und wichtig ist, wir dürfen keine Betten benutzen, weil das sorgt hier für Bugs, hatte ich gelesen. Ah, okay. Ist übrigens meine allererste Adventure-Map, falls es jemand interessiert. Ja, ich habe schon mal was gespielt, allerdings ist das 100 Jahre her und das war noch in einer Version, da war das alles noch anders. Au! Warum kriege ich schon wieder Schaden? Das war ich. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob Friendly Fire an ist. Alter, du hast mich fast gekillt. Ich muss warten, bis ich wieder Leben habe. Aber sollte Friendly Fire nicht aus sein? Darkness will consume you. Die Dunkelheit wird euch verschlingen, sagt der Skelettkönig. Wohin müssen wir da in zum Skelettkönig, in die Krypta, ne? Sowas. Bin zu vergesslich. Ja, muss man hier auch so nach Touren Ausschau halten und sowas? Ja, auf Adventure Maps eigentlich immer. Da sind immer irgendwo ein bisschen versteckte Sachen. Okay. Stirb. Komm schon, geht doch. Oh, ich habe Schuhe gefunden. Diese Gräber finde ich cool. Ausgehobene Gräber. So, töten wir das Skelett. Und für die sich wundern, wir benutzen übrigens das vorgeschlagene. Das vorgeschlagene Texture Pack. Da ist schon wieder irgendwo was, hat sich was von hinten angeschlichen. Also, ich habe übrigens gesagt, oh, hey, ich spawn direkt hier. Ich muss, glaube ich, bald mal ein anderes Schwert ausrüsten. So, ich habe irgendwas gesagt, ich weiß aber nicht was, weil ich habe ja keine Zeit hier zum Lesen. Nur irgendwas von wegen, der Skelettkönig sollte hier in der Nähe sein. Moment, so. Oh, das ergibt ja auch Sinn.
The Skeleton King should be in here. I'm sure he knows more about Herobrines intentions. Also, er weiß bestimmt mehr über Herobrines, was Herobrine vorhat. So, ich habe hier oben eine Kiste gefunden. Mit einem Steinschwert drin. Und einem Trank der Regeneration. Den klaue ich mir jetzt einfach. Ja, klar, mach das. Ich habe ja auch Boots. So, und eine Hose. Und eine Hose. Und ich werde beschossen. Von du wo? Du übrigens auch. Ach da. Von hinter dir. So. Dann killern wir den mal ganz kurz. Drin. Moment. Okay. Ich habe übrigens absichtlich auch wieder die Dunkelheit ein bisschen runtergestellt im Gegensatz zum Standard-Let's Play. Also die Helligkeit runtergestellt. Die Dunkelheit. Ja, so, genau. Konfus. So. Egal. Auf in die Krypta, Mann. Bevor du dich hier im Kopf und Kragen redest. Ja. So, geht's runter in die Krypta. Die auch sehr schön aussieht. Ich komm mit. Ich hab Angst, Hilfe, Mutti. Das Skelett! Stirb, Skelett! Pass auf, dass du keine Fackeln zerhaust, ne? Ja. Oh, hey, ich hab einen Helm gefunden. Rats. Yay, Helm. Hier ist eine Truhe. Mit dem Helm. Oh, sogar ein Set-Teil. Moment mal ganz kurz mein geiles Set-Teil ausrüsten. Ist da noch was drin? Was war da Schönes? Trank, ein Trank der Regeneration wieder. Okay. Okay, also ich hab schon mal einen schönen Helm. Der sieht aus wie der andere Helm auch. Ja schon, aber der ist gut. Ist das Set-Teil. Oh, oh, hier haben wir Schalter. Schalter sind kein gutes Zeichen. Ist das jetzt so ein Schalter von wegen, ha, drück ihn und du stirbst, weil du so neugierig bist und alle Schalter drücken musst? Nee, oder? Wir müssen ja Schalter drücken, damit wir weiterkommen hier. Weißt du? Wahrscheinlich wird nach dem ersten Schalter irgendwas spawnen. Nämlich nach dem hier. Nein. Oder halt nicht. Oder nach dem da. Ah. Nein, da geht nur die Tür auf. Alter. Ach, Juvi, du bist so schreckhaft. Ja. So, warte mal. Oh. Achtung, Achtung, Redstone am Boden. Kann man überhaupt was zerstören? Ich glaube, man kann gar nichts zerstören. Darf nichts zerstören. So. Wir haben hier Schalter. Wir müssen uns auf die Platten stellen. Oh, oh. Wow. Ja. Das war ja klar. Es regnet Monster. Alter, sind das doch noch viele. Alter. Ah, jetzt kommt, glaube ich, noch der Skelettkönig mit. Ich hab nicht geschlafen, ich hab nur gewartet. Der Skelettkönig hat nicht geschlafen. Autsch. Ich bin fast tot, Ich bin tot. Ich auch. Rats. Ah, okay, wir spawnen davor. Huh. Ja. So. So, mal ein Steinschwert nehmen hier. Jetzt gib's mal auf mit der Steinschwertkeule eins ins Gesicht. Ich hab irgendeinen Bogen. Ich hab sogar ein paar Pfeile. Drei Pfeile kann ich dir sogar geben, wenn du möchtest. Dann gib mal ein paar Pfeile ab. Hier, bitte. So. Yay, Pfeile. Okay. So, dann nochmal. Auf ins Abenteuer, auf in die Schlacht. Lass mir den Balas ein bisschen vorgehen, den Rambo, damit er alles wegramboen kann. Pfeile Bogen. Ich hab diesen Krieg nicht angefangen, aber ich werde ihn beenden. Los, schlag mal drauf ein. Ich komm. Geht nicht, wenn du davor stehst. Du solltest aber nicht mich anschießen, bitte. Ja, komm, geh aus dem Weg. Rah, charge. Du Arschloch-Skelettbogenschütze, so. Okay. Puh. Was machst du denn? Ach so, du hast was getrunken. Ich hab mich nur über die seltsamen Geräusche gewundert. So. Ich hab noch einen Beinschutz für dich, wenn du möchtest. Ja, gib mir irgendwas, wenn du was übrig hast. Rüstung, die du findest. Ein Helm? Ein Z-Helm sogar? So, warte mal, halt, ich habe hier auch irgendwelche schusssichere Hosen habe ich gefunden. Also ich kann dir wie gesagt auch, So, was haben wir hier? Haben wir noch irgendwelche Z-Helm Gammelstiefel? Geben. Da. So. Was? Das war ein Z-Helm. Ah. Und du solltest einfach mal kurz ein paar Schritte beiseite gehen, weil da kommen schon wieder ein paar Monster. Ja, die spawnen hier, es ist dunkel. Wir spielen auf easy, nicht auf peaceful. So, geh mal weiter. Hier vorne muss irgendwo der Skelettkönig sein. Diese Krypta ist sehr geil irgendwie. Ja, definitiv. Oh, Vorsicht, von links kommt ein Skelett. Vor allem diese Wand. Dass ich nicht hauen kann. Ich kann es nicht hauen. Ah, hier. Nee, ich. Hä? Ich kann es nicht hauen. Kannst du es hauen? Ich mach keinen Schaden.
Oha. Bin ja fast wie ein Paladin. Und mich bratzt das Ding halt einfach mal so weg auch. Ich bin schon wieder halb tot von einem Skelett. Ja, die machen ordentlich Damage. Okay, wir müssen auf der anderen Seite weiter. Ja. Hier ist ein Schalter, den drücke ich einfach mal. Sehr gute Idee, Schalter zu drücken. Okay. Du hast da gerade irgendeine Fackel zerschlagen, oder ist das hier so dunkel? Ich weiß es nicht, ob ich eine Fackel zerschlagen habe. Ich habe einfach nur draufgehauen. Oh, hier ist ein Schwert. Ein schönes Schwert. Also wenn du möchtest, kannst du das gerne nehmen. Okay, dann nehme ich das. Bam. Also ich glaube, hier soll das so dunkel sein, oder? Hier ist ein Schalter. Ist noch einer? Lass uns hier erstmal... Ah, wir haben Licht. Ja, der Schalter. Das war genau der Schalter, den wir drücken mussten. Hier ist eine Kiste mit Schuhen. Hier ist auch noch eine Kiste mit einer... Und Steak. Ein Panzer, den nehme ich einfach mal. Okay, dann nehme ich die Schuhe. Ich habe Blindheit drauf, deswegen ist es hier so dunkel. Woher siehst du, dass du irgendwo was drauf hast? Ja, hat mich gerade, wenn du E drückst oder in dein Inventar gehst, wie auch immer. Ja, da steht bei mir nichts. Naja, das war bei mir eben gerade was. Oh, hier ist noch mehr. Trank der Heilung, sofortige Heilung. Die Schuhe kannst du nehmen. Schuhe. Der Helm, das ist quasi der, den ich dir auch vorhin gegeben habe. Mal, aber dann nehme ich den mal, weil der ist noch voll. Ja, klar. Okay, so. Wir sind ausgerüstet. Ich habe das Set voll. Bis auf eine Waffe. Aber ansonsten habe ich das Set voll. Okay, hier ist nichts. Sollten wir uns die anderen Zellen auch nochmal angucken? Ja klar, hier ist ein Bogen. Einen Bogen habe ich noch nicht, falls du... Kannst du nehmen. Also ich habe so einen und einen Trank der Heilung. Mit Direktheilung. Ja, den habe ich auch noch. Wo war der Bogen? Ein weiter? Jetzt hab ich auch gerade Blindheit abgekriegt. Ja, das kriegt man immer mal wieder ab, glaube ich. Ja. Ah, cool, hier im Bogen, cool. Ach ne, ich habe doch einen, aber der ist da schon fast kaputt. Habe ich überhaupt Pfeile? Ja, 5. Gut. Ach, Tränke kann man nicht stacken, okay. Ne, hier geht's dann irgendwo hoch. Hier ist so die Frage, wo lang? Ja, da hinten ging's hoch, wie gesagt, ne? Hier ist nochmal eine Kiste. Ja, da hinten war aber auch noch so eine Doppeltür. Wo hast du eine Doppeltür gesehen? Geh mal geradeaus. Gott, es ist dunkel mit dieser Blindheit. Hier, oder keine Doppeltür, aber mit Doppelschaltern. Bei denen aber irgendwie nicht so viel passiert. Passiert nichts. Gut, dann wissen wir ja wohl. Hier geht's irgendwo lang, oder? Also sind wir hier runtergekommen? Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist hier Ja, alles klar. Abkürzung praktisch, hey. Oder der richtige Weg vielleicht. Nee, wir müssen jetzt den Skelettkönig finden und töten. So, hier lang. Genau, da hinten rum. Richtig. So. Okay. Die Netze. Kann man kaputt machen? Nein, nicht kaputt machen. Die sind geplanter. Hier ist ein Schalter. Oh oh, es ist arschdunkel, das Labyrinth. Oh mein Gott, ich sehe nix. Wow. Alter. Alter, was sind das für Geräusche? Das ist ja echt gruselig. Alter, habe ich mich gerade verjagt. Ich mag doch keine Horrorspiele. Ich schon. Das gefällt es mir. Aber dafür ist es eigentlich noch viel zu hell. Gerade. Mir ist es zu hell, bei mir ist es arschdunkel. Also ich meine zu hell draußen. Achso. Höp. Ich hüpfe hier einfach mal irgendwo drüber. Ich laufe hier einfach durch dieses komische Labyrinth. Ich hoffe, dass ich irgendwo rauskomme. Lauf mal nicht so schnell, weil ich muss schon noch wissen, wo du lang bist. Ich bin hier irgendwo auf dem Labyrinth. Ich bin hinter dir, aber... Höp. Hä? Ah, hier ist falsch, glaube ich. Hier ist eine Lampe. Guck mal hier drüben. Kann man da rüber? Nee. So. Gosh. Will hier nicht runterfliegen. So. Hier ist auch nicht so richtig. Hier ist eine Lampe. Ich habe eine Lampe gefunden. Hier sind wir richtig. Guck mal, da hinten funkelt's immer mal. Wo? Da so in die Richtung. Siehst du das da hinten? Da was, ich sehe da nichts funkeln. Funkelt nix. Doch. Du hast mächtig einen in der Klatsche. Oh, hier geht's irgendwo lang.
Ja, da wo wir herkommen. Okay, wir haben den Eingang wieder gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Follow me. I know the way. Ich gehe einfach mal irgendwo lang. Ich habe eine Lampe gefunden. Diese Ja, wir scheiß sollten schon Blindheit. zusammenbleiben. Wo bist du denn jetzt hin? So. Ah, da. Moin. Ich glaube, hier sollte man eigentlich auf dem Labor. Huch, habe ich da gerade was gehört? Das ist sehr bedrückend, muss man dazu sagen. Ein wenig, ja. Drüben ist. Ich habe hier schon mal eine Wand gefunden. Aber da ist Ja, nichts. an der gehe ich auch gerade lang quasi. Oh. Wow. Da war Balas. Ja, ich komme immer irgendwo aus der Dunkelheit. Ah, hier. Ja, super. Wo bist du jetzt hin? Oh, du hast das Licht angemacht. Nee, die Blindheit ist jetzt abgelaufen, ne? Hier hinten, hallo. Ja, ich guck mir gerade mal das Labyrinth noch mal kurz an. Cool gemacht, muss ich sagen. Wo geht's denn eigentlich runter? Das ist bei dir auch so ein Das komisches blaues Nichts. geht uns nichts quasi, das Map-Ende. Und wenn man runterfällt, Ist Map-Ende. dann krepiert man einfach mal so. So, Bossfight, Skeleton King. Press button when ready. Na, ich weiß nicht. Special Abilities, Minions. Okay, er hat Minions, Vorsicht. Okay, aber wie gesagt, der Raum eben, der war schon echt Da bedrückend. ist er! Oh! Boah, was hat der für einen Rückstoß, Alter. ey? Stirb, Skelet King! Alter, macht der einen Damage. Minions, help me! Ich bin tot, ich wollte gerade meinen Trank schlucken und bin dabei gestorben. Ja, die Evil Minions machen mich gerade weg. So. Alter! Alter, ich bin schon wieder tot. Das Ja, war wir stressig. werden hier öfter sterben beim Skelet Jetzt King. kann ich den Skelett King wieder nicht angreifen. Und ich bin wieder tot. Ich kann ihm auch gerade keinen Schaden machen. Wir sollten Jetzt vielleicht Minions töten. kann ich wieder. Alter. Alter, diese scheiß Knockback. Oh, das bist du. Drei Pfeile und ich bin tot. Ich hänge in der Mauer drin. Ich Ich komme hier kann ihn nicht schon wieder raus. nicht töten oder kann ihn schon wieder nicht hitten. Ich versuche ihn einfach ein bisschen zu kiten. Jetzt hast Der du die greift aber Aggro. gerade mich an. Stirb! Alter, der ist gefährlich, der Kerl. Ja, definitiv. Warte, warte. Oh ja. Oh nein. Verdammt. Ah. Da kommt der Yubi an. Ja, sehr gut. Wir lähmen uns hier am. Ja, jetzt backt er im Boden. Alter, meine Güte, der ist aber stark, der Junge. Wo ist er denn? Der Junge. Der ist im Boden. Ja, tatsächlich. Denk du ihn ab? Versuch's. Au, oh, Mist. Geheadshottet. Nein, ich kann dich schon wieder nicht hitten. Ja! Geschafft! Wir haben ihn erledigt. Sehr Ja. gut. So. Siehst du hier irgendwo die Jukebox? Alter, das sind aber Kämpfe hier. Also. Meine Güte, ja. Die haben schon in sich. Use it on this box. Okay, also der Skelet King hat ein Dingens gedroppt und das sollen wir in diese Box einschmeißen. Ja, mach Also. mal, Gugum. Ab dafür. You have killed the Skeleton King. Und da kommt der Loot Ah. runter. Impressive, I guess. Oh. Loot!